Na, Ostern, grüß euch zurück, deinem Gemeinschaftskanal. Ich bin Imperator Kaiser Gaius Julius Megas und derzeit brav am Vorproduzieren. Also, ihr werdet das vermutlich erst so Mitte, Ende August sehen. Ich nehme das aber schon Ende Juli auf. Und ja, also, es ist da gerade sehr unerwartet, aber sehr erfreulicherweise von Flo's World ein Spiel aus dem Ranked. Als Age of Empires 3 ranked in unseren Replay-Channel gepostet worden am Community-Server. So, erstens, wer ist Flo's World? Zweitens, warum ist das was Besonderes? Naja, er ist schon sehr lang Moderator und aktives Mitglied von unserem Community-Server. Also, es sollten die meisten, die dieses Video sehen, er eigentlich kennen. Zum anderen ist er eigentlich kein Age of Empires 3-Spieler, sondern, glaube ich, spielt eigentlich so ziemlich jeden Teil, aber ich glaube, meistens ist er doch eher im Zwarer involviert, vielleicht im Vierer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Großteil ist eigentlich Age of Empires 2. Und von dem her, das ist ein Rankspiel, immer nur Einstufungsspiel, also ist noch nicht einmal eingerankt zu dem Zeitpunkt, weil es da gecastet wird. Von dem her schauen wir uns da, ja, das Spiel aus der Sicht von eigentlich eher einem Novizen an. Wir haben da zum Beispiel den Ansiedler, der da steht und nichts macht. Und wir hätten auch das Holz für ein zweites Männerhaus. Also, ich glaube, das ist schon mal der Ziff-Bonus der Briten nicht ganz so bekannt, dass aus Häusern Siedler spawnen, wenn man sie baut. Und man deswegen das Holz im Age 1 gleich mal für zwei Häuser verwenden kann. Ja, die Anfangsherde, die. Lass sie da jetzt auf der Map nicht einmal herden. Die Map ist Balkan, glaube ich. Sichtbar da jetzt nicht. Balkangebirge ist das, glaube ich. Und wir haben da zusätzlich auch noch, was von viel Leuten als das langweiligste Mirror bezeichnet wird, nämlich ein Briten-Mirror. Warum wird das von viel Leuten so bezeichnet? Weil es meistens in ein Age 2 Mask War endet. Ich kenne nicht so die meisten Leute. Ich finde das jetzt ziemlich geil. Mask War ist genau das, was ich sehen will. Aber dadurch, dass wir da eher mit Anfängern zu tun haben, weil der rote Missengster, der Clement Flo, also nur mehr Flo, hat nur gar kein Haus gebaut. Ist aber schon im Age Up, hat quasi, er hat nicht einmal 10 Zehn gemacht, hat keinen einzigen Siedler gebaut, also nur Nahrung gesammelt. Dadurch halt sehr schnell im Age Up, aber ja, wirtschaftstechnisch sehr, sehr nicht gut. So, Terre, Land, das kuntert, 24 von 25, das kuntert das automatisch generierte Landdeck sein. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Aber jetzt werden in der Transition drei Siedler geschickt. Schauen wir, ob Flo's World. Ja, Moonshine Land, also der hat sich das Deck vor Moonshine geholt. Und ja, das ist ein normales, gutes Britendeck. Auf der Map war sie sogar, war ja die Greenwich Time sogar ziemlich, ziemlich attraktiv, weil man sich gleich die 2 TPs holt und dann in der Transition oder im Age 2 den, ja, das Upgrade macht, das Stagecoach Upgrade. Es wird weiter in erster Linie Nahrung gesammelt. Ja, das ist schon fast 7, wir haben den, also, ja. Es konnte ja schon fast der FF werden. Jetzt dann alle auf Gold und 700 Gold schicken, gleich ins Dritte. Wird sie von der Makro her ausgehen. Elizabeth Ramsey holt sich da 90 Wood, das ist super. Und der David Lander, ja, macht noch nicht viel. Jetzt kommt erst das Age Up mit 19 Siedler. Also, wir haben da absolute Polar Opposites. Der rote Brite baut gar keine Siedler, aged mit 6 Siedler ins zweite, ist natürlich schon im zweiten. Flo's World hat auf der anderen Seite 19 Siedler und das nur mit einem Männer und aged erst bei 4 Minuten 20 circa. Mit dem Governor, was war das andere? Ich glaube, der Naturforscher, also die, ja, wir haben da die Nahrungskisten. Und deswegen ist da, haben wir da jetzt schon 1000 Punkte Unterschied, weil da einfach so viel mehr Eco da ist. Wir haben da 12 Siedler zu 19. Aber da sind halt jetzt ein Haufen Idle. 9 Siedler sind Idle. War eigentlich mehr. 11 Siedler sind insgesamt Idle. Ja, da beim Markt steht einer, da stehen die 9. Da unten beim TP steht einer.
Aber ja, wenn wir da bei so Einrank-Spieler sind, bewegen wir uns da. Ja, auf einer Elo zwischen 800 und 1000 eigentlich, würde ich sagen. Weil du bist bei 1000 Elo, wenn du einsteigst, wenn du ein Einrank-Spiele machst. Aber dein Niveau ist ehrlich gesagt nicht 1000 Elo in den meisten Fällen. Und ich würde da das Niveau eher so auf 800 Elo einschätzen. Von dem her, was wir da an Gameplan und Build-Order sehen. Außenpostenwagen, das schaut aus, als wird der Frontal. Ja, okay, da wird sie die Map genommen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Bin gespannt, ob wer auf die Idee kommt, sie diese Stadttürme zu erobern. Da kommt auch nur die Häuser von Fanar auf der gegnerischen Seite. Häuser von Fanar finde ich eigentlich auch immer gut, kann man sie immer nehmen. Erstes Shipment sind 6 Musketiere. Würde ich nicht empfehlen. Grundsätzlich als Brite, mein heißer Tipp: 700 Wut als erstes Shipment. Du kannst da die Villager als erstes Shipment schicken, wenn du jetzt nicht. Also, ja, Militär-Shipments eigentlich nur, wenn du gerade was brauchst, weil du gerusht wirst oder weil du gerade mehr Masse brauchst, weil du schon im Angriff bist oder weil du die zum Angriff bereit machst. Sonst sind Militär-Shipments recht nutzlos. Da kommt ein nächstes Herrenhaus. Und jetzt werden da meistens aber die Münztruhen eingesammelt. Grundsätzlich von der Makro her eigentlich ein super Makro zum Musketier produzieren. Es fehlt halt, ja, die Kaserne ist da, Musketiere. Nein, das sind erst Damage da, das werden nur keine produziert. Ist da ziemlich gehaust. Und bräuchte jetzt eigentlich in erster Linie mehr Siedler auf Holz. Da haben wir eigentlich schon irgendwelche Upgrades. 0,6 bei Münzen, das ist normal. 0,5 bei Holz ist auch normal. 0,84 bei Nahrung ist auch normal. Das heißt, wenn man Markt, aber du keine Market Tags. Wir haben den Great Code jetzt auf die Siedler. Gegen Raids. Der andere Brite hat sich aber auch gleich mal die 6 Musketiere geschickt und schickt sie jetzt 700 Wut. Baut aber die, hat aber die Trade Line hinter der Base. Das ist aber 1000 Punkte hinten. Siedler haben wir 25 zu 16. Aber es wird, ja, beiderseits eigentlich, glaube ich, konstant Siedler ausgebildet jetzt. Ja, da würde ich jetzt einfach 700 Wut empfehlen zum Häusl bauen, dass du durchproduzieren kannst. Du hast die Ressourcen für die Militärproduktion. Und jetzt 700 Wut für Herrenhäuser. Jetzt werden da aber F-Zonen gebaut. Ja, ist jetzt nicht unbedingt der schlechte Unit. Aber als Brite hast du halt den Longbow. Und der outclassed den F-Zonen halt 10 von 10 Mal. Wir haben aber trotzdem da 6 jetzt, da 6er Musketiere gegen. Wir haben da 11 Musketiere. Das heißt, militärtechnisch kommt jetzt schon ganz guter Push für das, was am Feld ist. Ja, die F-Zonen traden natürlich nicht schlecht gegen die Musketiere. Nehmen wir schon an, dass ein Spiel. Ein Siedler ist tot, zwei Siedler sind tot. Der wird jetzt erstmal Kaserne baut. Rot hat noch gar keine Kaserne. Und die wird nicht hochgehen. Die wird nicht hochgehen. Aber da jetzt eigentlich. Da kommt jetzt der. Fechtschule. Die wird da gar nichts bringen, solange eine Kaserne steht. Und da haben wir immer nur ein Shipment offen. Das wird sie nicht geholt. Rot hat sie die Militia geholt. Damit kann er den Angriff abwehren, würde ich sagen. Ist im TC irgendwas drinnen? Ich glaube nämlich nicht. Nein, das TC schießt nicht, aber die Militia. Können jetzt nicht alles clearen, aber können den Angriff abwehren und die Kaserne sollte jetzt hochgehen. Die Fechtschule ist aber trotzdem nicht unbedingt sinnvoll. Da waren jetzt 700 Gold, geiler, und dann kann jetzt Triede gehen. Eigentlich mit den Ressourcen. Da kommen jetzt 6 Longbows, das ist ja guter Call, wenn da jetzt gekämpft wird, und 700 Gold. Ey, trotzdem nur lieber die 700 Wood gesehen, weil du hast eh 800 Gold in der Bank. Du hast 800 Gold in der Bank, du brauchst eigentlich mehr Nahrung und du brauchst Holz für Häuser. Jetzt kommen da auf 5er Bett Spikes. Spikes ist jetzt überhaupt nicht die Unit, die du in der Situation haben willst. Auch nicht im Nahkampf, da Musketier kannst du da ganz gut dagegen wehren, weil der hat 13 Milli und so ein Pikenier hat 8 Milli. Das heißt, der Musketier macht mehr Damage im Melee, solange es nicht gegen Kavallerie geht. Jetzt kommt wieder 5er Patch Masks. Ja, wenn da Siedler im TC waren, dann war die Belagerung ja schon quasi vorbei. Dann hätten sie rot abwehren können. Da ein paar Siedler im TC waren notwendig für das Ganze. So wird halt auch 5er Patch nach dem anderen zerlegt, der da jetzt aus der Kaserne kommt. Da kommt jetzt ein trauriger Longbogenschütze raus. Wir haben immer nur diese 3 F-Zonen. Damals war Siedler. Ja, und da ist es schon aus. Da ist es schon aus.
Ja, also mir hat vom roten Spieler gefallen, dass da die Trade Route genommen worden ist. Hätte natürlich nur das Stagecoach Upgrade. Die Stack von Rot ist halt absolut nicht brauchbar. Schon gar nicht fürs 1v1. Und ja, die Kartenreihenfolge ist auch sehr fragwürdig. Vom Bloß World, das Deck ist natürlich auf jeden Fall verwendbar. Ist ein normales, gutes Britendeck. Wie man es ja wirklich oft sieht. Es gibt nur kleine Unterschiede meistens zu dem, was man da hat. Die Build-Order für Sage 1 fällt, beziehungsweise ja, der Gameplan mit Briten, dass du dann einfach die Häuser so schnell wie möglich ausschießen willst, weil du für jedes Haus einen zusätzlichen Siedler kriegst. Aber man merkt, dass da Age of Empires ja grundsätzlich kein unbekanntes Konzept ist. Wir haben da Map-Control, wir haben da den Native-Posten für die leichte Infanterie und wir haben halt da Musketierproduktion mit einer Makro, die zumindest zwischendurch ganz gut dafür ausgeschaut hat. Da hat es dann halt einfach am Bevölkerungsraum gemangelt. Haben wir Siedler-Upgrades bis zum Schluss. Haben wir kein Siedler-Upgrade, glaube ich. Haben wir da irgendwo Nahrungssiedler, die nur an Tieren sammeln? Bei Tieren weiß ich die Sammelrate, bei Bären weiß ich die standardmäßige Sammelrate. Nein, wir haben gar keine Market-Upgrades für Siedler. Jagdhunde, Waschgoldmühlen, Stahlfallen und die Gattersägen sind alles Upgrades, die du als Brite eigentlich sehr schnell haben wirst. Aber ja, grundsätzlich war ein Plan da und die Eco war ja bis zum Schluss die bessere. Ja, das haben wir jetzt, kann man jetzt nicht mehr sagen. Wir sehen sie nur in der Statistik. Rohstoffe haben wir 1500 mehr Militär. Wir haben wesentlich aggressiver Militär-Output. Ja, was? Ja, stimmt gar nicht. 25 zu 24. Stimmt gar nicht. Aber besser ein Trade. 2 zu 1 mindestens. Und wenn man da jetzt Bevölkerung, Dorfbewohner. Ja. Also es war nie close von dem her. Ja, und damit sage ich schon wieder danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe die Ehre. Servus. Er darf sich zurückziehen, aber. Er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell?